wunderschönen guten Abend wünsche ich, meine Süßen. Etwas überraschend, wenn ich nicht ein Game zu, was mich triggert, den meisten absolut irgendwie auf den Kampf gehe. Und zwar Riptide GP Renegade. Ich spoilere eigentlich mit Strecken und Co. ihr Ärsche, Alter. Denn das werde ich mir jetzt ganz heftig im Tunnel zu Gemüte ziehen. Die Kopfhörer sind auf, das Ende vom Lied ist. Ich muss mir echt mal so komische Turtle Beach-Dinger besorgen oder so, wo ich fette, geile, soundtechnisch monumentale Mickey-Maus-Ohren auf dem Kopf habe. Zudem dann eben noch so ein kleines Sprechdingsabumser zum euch voll quatschen. Wenn ich wahrlich vorhabe, hier mal ein wenig des Öfteren zu streamen, muss ich mich diesem Problem ein bisschen annehmen. So habe ich jetzt erstmal wieder nur das Headset am Pad angeschlossen, werde das vor mir hier hinlegen, ein wenig etwas lauter schreien. Das tue ich sowieso von Haus aus und hoffe mal, dass das halbwegs gut bei euch ankommt. Möchte ich immer noch nicht sehen, ihr Süßen, ne? Damn it, das ist der zweite Teil zum mittlerweile sicher 2-3 Jahre alten Vorgänger Riptide 2 GP, die Geschichte dahinter ist, und das ist unfassbar traurig, was eigentlich den jetzigen Arcade Racer Markt auf den Konsolen angeht. Der zweite Teil zumindest, den ich, Alter, abgesuchtet habe wie nichts. Ich habe da, glaube ich, 30, 40 Stunden auf dem Tacho letztendlich die komplette Kampagne durchgeballert, wie in guten alten Dreamcast-Zeiten und Co. Einfach eine Folge von Rennen, paar Motorräder kaufen oder super Jetskis etc. pp. Tunen, aufsteigen. Schwierigkeitsgrad war auch recht happig im positiven Sinne. Ende vom Lied ist, das war eben wie gesagt der zweite Teil, der hat es dann wohl letztendlich auf die Konsolen geschafft, da sein Ursprung auf dem Handy war, vor allem dann eben Teil 1 auch und so weiter und so fort. Und das habe ich natürlich als Hardcore-Zocker und Vollzeit-Nerd ganz schwer belächelt, also die Handy-Game-Abteilung ganz allgemein, ne? Als ich dann aber dieses Schmuckstück, Alter, auf der Xbox entdeckt hatte und das für schnuckelige 5 Euro, fuck off, ey, dafür hätte ich sogar einen 30er auf den Tisch gelegt, Alter, als ausgehungerter Extreme G-Lover der ersten Stunde, Future Racer-Liebhaber etc. pp. Und allgemein Arcade-Racing-Scheiße, die ja mittlerweile so ausgestorben ist, was unfassbar traurig ist, finde ich immer noch mit den Kampfspielen für sich, Beat'em-ups und Co., Alter, eigentlich immer noch das Genre für die Konsole. Rennspiele, Fighting Games etc. pp. Die ganze Ego-Shooters, First Person und so weiter Abteilung, die ist ja eigentlich recht vom PC rübergerutscht, ja? Dammit. Aber ja, das ist einfach Kopf abschalten gesagt und drauf los brettern. Fuck off, ey. Sowas fehlt mir in den letzten Jahren unfassbar schwer und dementsprechend freue ich mich auch wie ein Schneekönig, dass da mittlerweile ein neuer Riptide-Teil es auf meine Konsole geschafft hat, den ich jetzt für läppische 2,50 Euro im Angebot gekauft und ich werde da sicher wieder meine 40, 50 Stunden Spaß mit haben. Impact schnappen wir uns mal. Das Weiblein sieht ja auch ganz schnucklig aus, aber dann fängt es einen Schritt an zu jucken, ne? Immer da mit ein paar Brüsten über die Strecke düsen. Was ist denn jetzt hier los? Warte mal, beruhigt euch, beruhigt euch. Ich muss jetzt erstmal die Lunte hier anschmeißen. Wahnsinn beginnen. Größte und geilste Erneuerung gegenüber dem ersten Teil, der unfassbar schnell war, grandios designte Strecken und so weiter und so fort. Also wenn ich da den Handy-Background vor Augen habe, Hut ab. Bei der Geschichte muss ich dann auch noch vermuten, dass Riptide irgendwie leichte Free-to-Play-Ansätze zumindest auf dem Handy haben. Absolut zu verfluchen, so eine Scheiße. Hat aber der Xbox-Version unfassbar gut getan, weil der Schwierigkeitsgrad, der eigentlich eher casual-mäßig gehalten wird, wenn man so einen Titel für einen fixen Preis verkaufen möchte, damit auch alles Volk da relativ mit klarkommt etc. pp. Durch den Free-to-Play-Hintergrund hatte das aber wirklich eine echt knackige KI und auch Schwierigkeitsgrad im Allgemeinen, sodass es wirklich nötig war, Alter, sich Rennen für Rennen aufzutunen, den Motor aufzustocken und so weiter und so fort. Ich bin eigentlich mal so ein Mensch, der erstmal fett spart, der fährt dann erstmal seine 5, 6, 7, 8 Runden mit ein und derselben Karre, bis er richtig Zaster auf dem Konto hat und dann einmal so ein richtiges Big-Budget-Upgrade macht. Konnte ich mir beim ersten Teil nicht erlauben. Da musste ich stückelweise mich immer weiter nach oben tunen, um mit den echt harten KI-Typen mitzuhalten. Ich bin gespannt, ob das im zweiten immer noch so ist. Geil wäre, wenn Anspruch muss sein. Von daher
Ich schmeiß jetzt auch die Lunte an, dann wird es hier ein bisschen stummer auf meiner Seite. Genießt den rauschigen Speedtrip hier und schon wieder vom Film abgekommen, was ich jetzt nochmal gerade hier in den Raum werfe. Beste Erneuerung gegenüber dem ersten Teil. Fucking Online Multiplayer Modus. Bitches, den ersten Teil konntest du nur im Vierer Splitscreen auf einem Fernseher zocken, jetzt mit 12 Mann online, Alter, die Bude brennen lassen. Fantastisch, wird auch die Tage dann mit meinen Jungs erstmal fleißig gezockt. Aber meinen persönlichen, verstrahlten und sehr vernebelten Blick, den hole ich mir dann jetzt nochmal ab gerade. Also, Feuer wird gezündet. Ready for takeoff. Okay, das war ein ganz gutes Rennen auch, leider. Das war gerade eine Partystart. Hallo, hallo, hallo. Okay, das läuft, das läuft. Ich muss hier kurz mal nur eine Partystart, um zu sehen, ob überhaupt mein Headset an ist. Ich hätte mich auch schon wieder dumm und dämlich die letzten Minuten quatschen können. Aber alles tutti. Somit hau ich noch mal ein bisschen Werbung für den Stream hier raus. Hallo, grafisch sehe ich noch nicht die Verbesserung. Zumindest Wasser und Co. sieht relativ gleich aus. Was die anscheinend auf den Handy-Games, Alter, schon für Optik zaubern können. Die Dinger müssen mittlerweile ganz schön was auf dem Kasten da haben. Ich mache mich nicht alleine. Ich ja nie so hinterher da immer den aktuellen Schiff haben, Alter. Der Rakupé. Vor 3 Jahren hatte ich nicht mal ein Smartphone. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt geht's erstmal um fucking Riptide, Baby. Deine Mutter hat das Glück, ne? Interessant, jetzt versucht man hier auch sowas wie ein bisschen Story mit auf den Tisch zu legen. Das ist ja schon mal eine krasse Erneuerung. Der erste Teil hat sich da noch aufs Essentielle reduziert. Und zwar mit Highspeed-Rennen abzuklappern. Echt ein Trigger, ja, das ist schon mal recht plausibel. Geiler Scheiß, macht mich direkt wieder an, ey. Aus Freunde der Sonne, also sehr viel Feinheit kommt uns aber nicht hier mit den absoluten Grundlagen, ne? Ich hab schon ein paar Spiele in meinem Leben gezockt, Alter. Aber gut, geiler Scheiß, das steuert sich super, sieht super aus, der Speed kommt auch schon richtig hier in Fahrt, wo wir wahrscheinlich noch auf den Low-Budget-Bike sitzen, aber fett, freut mich. Oh mein Gott, kann sich nicht mal irgendein Publisher, Entwickler oder weiß der Geier dazu erbarmen, mir endlich wieder nichts zu tun.
dann auf den Weg zu gehen. Ne? Also mit Abstand für mich persönlich grandioseste Future Fucking Racer Serie aller Zeiten. Ne? N64 schon schwer abgefeiert und der letzte Teil auf Xbox Pro, ich glaube, bestimmt hat sich X3G3 extra oder so. Meine verfickte Fresse war das eine Achterbahnfahrt, ey, und was für ein anspruchsvolles Game, ey. Entschuldigung. Ja, man, jetzt sind wir so Most Wanted Future Style unterwegs, ey. Wahrscheinlich im Finale. Fette Optik, Alter. Weil das schon wieder fast ein bisschen too much ist, äh? Interessant. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so geil finde. Ne? Ist ja schon mal klar, dass so ein Low-Budget-Handy-Game jetzt hier nicht die opulentesten Hintergründe zaubern kann. Und wenn man sich dann daran versucht, hier irgendwo so eine postapokalyptisch dahingerichtete Metropole halt zu präsentieren, ist schon hochgestochene Ziele. Da gefielen mir die etwas dezenteren Championship Arena Style Dinger vom ersten bisschen besser. Aber meine Fresse, ich hab grad 2 Sekunden von der ersten Strecke gesehen, also erstmal Fresse halten und gucken, was geht. Irgendein rechten Stück nach oben drücken. Oh, hallo. Ich frag mich, ob ich dieses komische Ding da anfahren muss oder wahrscheinlich. Ist das lame. Sollte das jetzt sowas wie ein Grind gewesen sein oder was wollen die von mir? Oh, ist das ein sperriges Tutorial, meine Süßen, ne? Hier zu versuchen, so eine Underground Most Wanted Shit aufzuziehen. Ja? Aber das soll ja absolut nebensächlich sein. Hauptsache das Game überzeugt von Umfang und Spiel. Herausforderung eben für Karriere-Events. Ja, dann nehmen wir doch mal Standard. Vielleicht können wir mit unserem Gewissen wenig vereinbaren. Übertreiben müssen wir es mit schweren Augen. Eigentlich immer die erste Wahl. Das ist immer noch wie beim ersten Rennen aktiv. Eine Rennserie nach dem anderen hier klar fahren. Steigen wir doch direkt in die erste ein. Innenstadtrennen. Ich habe gerade eine ganz komische Optik in meinem Nebel. Ich dachte, wir schauen gerade von oben auf den Hof aus. Selber da doch nicht ganz so abgefahren. Haben wir hier irgendwas zur Auswahl? Interessant, ne? Direkt auch nicht. Skills lernen, Lackierung, Aufkleber, Upgrade, Start, leckt mich ab ins Rennen rein. Die Mucke war auch so trancig, epic im ersten, ey. Hätte sie direkt den Teil schmeißen gehen und ab auf die Piste, ey. Entschuldigung. Ja, natürlich ist es. Großer Freund, meine Speicher sind enthalten da, und dann eine vielversprechende, aber nicht beendete Karriere im Spielglück. Beiden Zugang zu einigen Rennbar-Testen geben, die euch dabei begehrt werden, einfach in den Spielglück. Okay, erstes Rennen, ich bin gespannt, wie es anfühlt, fern ausschaut. Das Beach Hawaii Schwert.
sehr geil aus. Die Weißabteilung sowieso. 2,50 Euro jetzt in den Sale dafür bezahlt. Mit 10er kostet es viel mehr, glaube ich. Wer da noch anfängt zu meckern, dann kann ich direkt halt sagen, irgendwie, das lassen wir mal erst so stehen. Kommt mal drüber springen in der Mitte. Aber wir fahren uns jetzt erstmal langsam auf die Routine an. Da muss ich mal gerade einen Versuch starten jetzt. Das ist total also muss ich sagen. Zum Grind-Ansatz hätten wir nicht, glaube ich, sparen können. Okay, das hätte auch noch schief gehen können. Ich habe auch noch gar keinen Plan, wo was hier die Moves wieder funktionieren. Ich probiere gerade nur ein bisschen mit dem linken und rechten Stick aus. Die Stunts und Kugeln nämlich angeht, kombiniert man da meistens den linken mit dem rechten Stick, indem man den linken dann zum Beispiel mit dem rechten gleichzeitig nach oben legt, den linken nach oben, den rechten nach unten parallel und so weiter und so fort. Simpel gemacht, aber geil, so im Flow des Spiels. Achso, okay, da war ein rotes Dingsabums davor, säuberlich. Als Licht an der Sonne. Ja, fast schon ein wenig lame hier, aber gut. Mit den untersten Fahrzeugklassen kann man sich jetzt glaube ich nicht beschweren. Ist noch nicht ganz so mein Anspruch. Suchen wir mal das hier aus. Interessant. Yeah, baby! Papa sagt, das Spiel ja 5 Minuten, das läuft auch schon wieder am Schwäche. Ein Lob stinkt im Preis. Zu welchen Nummern rausche ich meistens auch direkt in der Wand an rein. Karma und so, aber alles cool. Den ersten Teil habe ich nun mal echt auch 30, 40 Stunden gesuchtet. Rein vom das ein und dasselbe Bier zu sein, von daher. Alles andere wäre schon echt lame. So. Mit dem Luft ist hier schon ist wie im echten Leben bei mir, Alter. Ich quatsch mich immer um Kopf und Kran und kommt zu nichts. So. Aber das lassen wir jetzt mal unkommentiert im Raum stehen. Springen! Nee, also da bin ich noch nicht für, dass wir jetzt hier ein Upgrade schon investieren. Ich nehme auch an, das ist kein Zwang. Denn ein bisschen schlauer ist es wohl letztendlich dann aufs erste. Interessant, sieht total scheiße aus. Bisschen einsam hier vorne auf dem ersten Platz. Wieder zwar auf der Karte, ist eine relativ im Nacken sitzt, aber was ist denn das nochmal? Der Tour war ich auch noch. Also den macht man einen auch an. Den kann ich nicht frisieren. Jetzt mal wieder Turbo rein.
Mikrofon immer auch gerade um den Sinn der Strom. Hast du da um die Turboleiste aufzuladen? Bam! Oh Gott, wir kommen ja mal ein bisschen vom Wege ab. Alter. Ja, gerade noch ein bisschen wieder. Oh Gott, oh Gott. Wie das Reh ins Scheinwerferlicht. Okay, das mit dem Sprint sind vielleicht, hat man jetzt mittlerweile keine unbedingt offene Welt gestaltet, aber einen kleinen Sprintplatz vielleicht. Mehr Hinsicht bietet als der erste Teil. Eine Vor- und Nachteile, muss man ganz klar sagen. Bei der Variation geht einfach klar die Detailarbeit verloren, die sind auf einem kleinen Konzert direkt unabhängig. Skills lernen jetzt nicht, nee. Ich muss jetzt ein paar neue Tricks mitnehmen. Das vielleicht sogar über dieses Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel die nächste Renner. Beginne das Ultra-Boss in der Karriere. Ja, klar. Karrieremodus, Boss, die Schalte anscheinend nicht mehr mit den Karten frei. Also, ist das relativ. Das kaufen wir. Meine Güte, ich will uns ja nicht länger mit nervigen Menüs beschäftigen. Was er gerade nicht getan hat, mehr war ich noch offen. Sehr schön, hier kommt dann auch schon mal die erste Variation von diesem Spielmodus her. Kurz reißen können, aber ja, ich bin immer schüchtern auf dem Menschen. Da ist ein bisschen überleben und rankommen. Scheiße, ich bin fünf doch einigermaßen. Schon fast hypnotisieren hier. Da können wir mal einen Jump halten, ne? Ja, Baby. Das ist aber auch schon eine geile Optik hier, Alter.
Oh, Entschuldigung. Ja, da habe ich nur aufgepasst. Ein bisschen auf den Bäckern gerade hängen geblieben. Ich werde doch nicht lecker. Sonst wäre das ein perfekter Lauf gewesen, der Abend. Aber jetzt kann man ja alles haben. Oh mein fucking goodness, der weiß die beschissene Salbe auf den Grindstrang. Ja, wie ein schwer aus verlangen den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Das Design und die Entwicklung ist schon schwer. Ja, natürlich sieht das irgendwie relativ aus wie ein PS2 HD Remake, aber da muss man ganz klar den Preis vor Augen halten und das dementsprechende Budget von dem Ding. Ist geil, ey. Gate Master 20 Tierplan. Erfolg abkassiert im ersten Mal. Also das ist tragisch, dass wir den einen Moment verpasst haben. Entschuldigung. Bis jetzt sind wir mir ein wenig gefühlt und orange gesessen. Aber gut, letzte Renne der ersten Sparte hier. Starten wir auch direkt rein. Keine Müdigkeit vorschützen. Naja, so endet auch der Abschnitt. Beim Bike schon, dann zieht sich das mal einer. Oh Gott, das habe ich gerochen, ey, der geht. Das ist das Ding, ne? Wenn wir da den Arsch nicht schnell genug aufmachen. Ja, ich weiß noch an die erste Soundkampfolge erinnern kann. Auch wenn ich immer noch sagen muss, da wollten sie zu viel. Ne? Da sahen die leicht surreal und sein. Ja, einfach viel mehr los und in der Zeit eine Rolle. Oh nein, ich hab's gewusst. Komm klar, Baby. Zweite von zwei Runden. Gut machen. Sehr schön.
Geld. Das brauche ich nicht, mein Sicher. So ein Fettmotor und so ein Zwei. Nee, nee, wir haben die drei Sterne einkassiert. So, jetzt soll es weitergehen im Programm. Also, das Ding haben wir mit 12 von 12 abgeschlossen. War jetzt nicht die größte Kunde. Schon einsteigerfreundlich noch, ich hoffe, aber. Das ist nicht irgendwie, Alter. Komisches Casual-Volk von den Masken. Ich bin ja auf dem dritten Platz. Ich hab schon wieder viel zu viel, ja. Ich hab noch ein paar Ränge nach vorne. Dieser Eintrager mal richtig geliefert und man kann sie mittlerweile meinen, die hören lauten Stimmen der Anhänger. Das Messer kann hier endlich mal auf dem Weg ist, was aber eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit ist. Nebenbei das erste Pokémon-Ding in Konsole findet man. Ja. Als nur der Fanatiker hat das auch damals als Spieler später mal 2-3 Jahren mal bitter geworden, sorry. Emulator noch in blau und rot eingeschrieben. Ja, wirklich machen, bin aber nie wirklich drauf eng geblieben. In der Heimkonsole entsprechender Optik würde ich nicht. Von Wave Race hinterher schieben und oh, F-Zero, da weiß ich gar nicht, was ich lieber hätte. Scheiße. Mittlerweile haben die Future Racer ein kleines Revival, zumindest in der Indie-Szene. Von daher vielleicht dann doch ein Big Budget Wave Race mit alles an die Wand. Wasserphysik-Effekten und Co. Meine Fresse, ey, das Wave Race vom GameCube wischt heute noch mit jeglicher Wasserphysik den Boden auf, wenn man ganz ehrlich. Ich schau
Schauen wir das mal. Was uns da so zur Verfügung steht. Im Windschatten von Gegnern den Turbo. Frage ich mich jetzt aber, ob das von meinem Balken dann abgezogen wird oder das ein Bonus-Turbo. Das ist natürlich schon mal ganz lecker. Ich glaube, da kann man nichts mehr falsch machen. Die späteren Levels hin wird darauf auch einfach aufgebaut, wenn man Turbo-Bonus 2 irgendwie auf dem Ding haben möchte. Pippi muss natürlich irgendwas freigeschaltet haben und so weiter und so fort. Ist eigentlich recht motivierend gestaltet und wenn beide sind jetzt nicht groß vom ersten 3 Punkte am Start. Was gibt es hier noch drin? Das haben wir alles. Level 1. Okay. Ein Double Move, den brauche ich auch noch. Nehmen wir mal das und relativ das einfach hier von. Zweimal nach oben. Das könnte jetzt direkt mal wieder starten. Ja, komm, jetzt schnell gerade noch zur Abwechslung vorne, solange der Nebel noch am Wirken ist. Höchstgeschwindigkeit. Oh my fucking goodness, da ging aber ein ganzes Stück nach oben, Freunde. Übrigens, ich glaube, was sieht man leider nicht jetzt hier qualitativ dann doch schon etwas leidenden Stream von hier. Was meines Erachtens aber ein bisschen Tweet geschuldet sein muss, da ich eine 50.000er Leitung habe und das aber eigentlich ausreichend müsste, aber gut. Was ich sagen wollte, ist, bei Beschleunigung und Co. sieht man jetzt relativ noch ein ganz leicht angedeuteten schwarzen Balken. Das ist das Ding, was letztendlich maximal irgendein Motorrad mit vollem Tuning erreichen werden kann. Wir haben das Ganze jetzt grau bei diesem. Das ist das, was wir eben an Tuning mitbringen können für dieses Bike. Sprich, bis da hoch geht's. Und ja, dementsprechend sollte man auch nicht viel zu viel Zaster, Alter, in die kleinen, ärschigen Jetskis hier investieren. Aber da die mittlerweile jetzt doch ein bisschen stressen und das dann doch schon wieder Züge wie vom Erst annimmt. Geil, freut mich. Ich werde wieder gezwungen, mein Geld auszugeben. Lassen wir uns mal nicht mumpen und tunen ein bisschen. Auf geht's. Schauen wir mal, was das Ergebnis dessen ist. Ja, hier starten wir sogar. Ein geiler Nummer.
nichts mit dir zu tun. Warum ist es vor dem Quatschen und die Einwohnerlasse? Lande! Gerissen, Mann. Hätten sie mir die Sprungchance nicht geklaut. Fuck, ey. Ich hab's auch ein bisschen gerochen, aber ich wollte. Achso, ich hab auch weitergebracht. Tatsache. Ich muss aber sagen, die Typen sind echt nicht schlamm. Und da ich hab zumindest keinerlei Vorteil, was mein Bike kommt. Ja? Sind hier auf Augenhöhe. Entsprechend. Gar nicht mehr aus dem Nacken verschwinden, aber gut, jetzt mache ich ein paar Meter gut hier. Oh nein, oh Glück gehabt, Glück gehabt, ey, da habe ich mich schon wieder im Becken schwimmen gesehen, ey. Fuck, alles gut, alles gut. Ich habe auch gar nicht mehr auf Zeit. Ich habe irgendwie eine Ziellinie. Aber das Überleben. Läuft. Ich habe echt Bärenhunger, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich gar keine Skills lernen. Ich habe gar keinen Bock mehr, jetzt hier durchzuwuseln. Oben rechts. Dann können wir aber noch mal unten. Oben unten. Nehmen wir noch mit.
Ah, scheiße, ich hab mal noch einen Punkt gehabt. Fuck, Alter, das hätte ich nicht freischalten sollen, ganz ehrlich. Irgendwie, B-Kino. Aber ich scheine mich zu irren, was ich am Anfang vermutet habe, mit der etwas größer designten City, wo wir dann irgendwie Schmuckel gezogen haben, weil die wiederholen. Hey, 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 was geht ab? Nett. Hätte mal wieder eine Chance oder so gebraucht. Naja, fast so hier. Vier Runden, drei. Oh, 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 sehr schön, aber ich dachte schon, ich werde halt erstmal mit Mode mental dran hängen. Der ganze Scheiß hier neu ist. Das ist, glaube ich, eine recht kurvefreie, gewollte Strecke hier. Ja, endlich mal ein bisschen. Oh nein, das wird nicht so drin, das hat mir gedacht. Ich war erst bei der Uhr. Fuck off! Komm, wir geben uns noch ganz, gell? Das Headset wieder ausgemacht. Aber nein, alles am Laufen anscheinend. Terrorisiere euch. Wir sprechen schon die Ewigkeit mit meinem Geschwätze. Und somit weiter im Programm. Ich weiß nicht genau, wie das hier läuft. Im ersten habe ich noch so relativ Erinnerung, dass die Gegner nicht mit deinen Jetskis und Upgrade mit aufgestiegen sind, sodass du dann eben ein paar Rennen auch stehen gelassen hast. Und mit deinen später gekauften Bikes dahin zurückgekehrt, die natürlich heftig über den Tisch gezogen hast. Interessant, das hat keiner gesehen. Keine Ahnung, wie das hier ist. Ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Relativ. Aber gut, ich konzentriere mich noch mal um hier hinten.
Bitte setz dich! Scheiße, ich hab's gewusst. Das ist das Problem, wenn du die Strecken noch nicht kennst, Alter. Du kannst nur vermuten, ob das ein größerer oder ein kleinerer Sprung jetzt wird. Und da ich echt es nötig, ich hatte mal einen Turm einzudrücken. Hab ich's riskiert, verkackt. Kann man nichts machen. Ich dachte, das wäre nur das übliche Geschwätz im Punkto. Du hast es verkackt, fahr das Rennen nochmal, aber der quatscht mich ja mit irgendeiner etwas wertigeren Scheiße voll. Mit diesem Rücken, das immer gut, können wir wirklich Wellen schlagen. Schade, jetzt nicht aufgepasst. Ey. Echt, starte das ganze Ding nochmal und mit etwas Glück gibt's dann den Dialog Anführungszeichen nochmal zu sehen. Können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Witze jetzt nochmal schwer am Tisch ziehen. Geil, ist schon echt ein Motherfucker, muss ich sagen. Aber jetzt schon ein bisschen in den Arsch aufgerissen. Ist das letztendlich wieder der dritte wieder? Alright, ich glaube, wir müssen doch mal wieder ein bisschen tunen. Schwill oder nicht, aber relativ. Wir ziehen jetzt, glaube ich, den Typen über den Tisch, kriegen ein neues Bike, Alter, und da pumpen wir dann erstmal richtig Patten rein, Plan. Skills werden. Scheiß mal. Bosskampf, ey, das hört sich ja schwer episch an. 1400 für den ersten, was anderes gibt's ja nicht. Sieg oder Niederlage, meine Süßen, wir versuchen's mal ganz dreist mit unserem Low-Level. Kippe gezogen und ab in den Krieg. Setz dich bitte, danke. Ah,
ich mir aber auch hier einen Scheiß zu lange nach 20 Uhr verpasst, ja? Oh yeah, damit haben wir den Cash erstmal. Zumindest für den Moment. Ich hab grad versucht, meinen neuen Loop zu machen. Beide runter, beide hoch. Wohl beide hoch, beide runter. Ich wollte unseren Fließen einfach. Kommt doch, also langsam. Low auf, ja. Los, ey. Alter, da ist gerade eine beschissene Rakete gestartet, ne? Die versuchen aber ja wenigstens, ne? Die guten alten Arcade Racer zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob du hier leider noch so Dinger wie Vehicle Adventure Racing auf Speed-Effekt. Natürlich gut, weil Vehicle so Mario Kart. Auch ein Dinger wie Speed Devils auf dem Dreamcast. Da sind Dorn und alles über die Strecke geklebt, ne? Das in die 2000er hat letztendlich Split-Stack dann noch so monumental gemacht. Einfach im Spiel. Runde geht, Umso trauriger, Alter, dass die Marke direkt mit seinem Release zugrunde gegangen ist, was absolut nur der Dummheit von Activision damals und Disney Interactive war es geschuldet. Ohne Scheiß, es gab gefühlt kamen irgendwie die letzten 4-5 Jahre vorm Release von Splitsecond und Blurred nicht ein verfickter Arcade Racer raus, Alter, der zumindest den Titel des Genres verdient hätte, ey. Und dann ballern die beiden Idioten, die ersten beiden Lichtblicker, Alter, nach dieser langen Durststrecke in ein und denselben beschissenen Monat raus, Alter. Die Spieler schafft natürlich, sich auf beide Lager relativ aufteilt, denn man holt sich natürlich nicht gleich zwei von den Dingern in einem Monat und so waren alle wieder rumgekotzt, wo sich beide relativ nur für 1,2 Mille verkauft haben. Und die ganzen Marken wurden eingestampft und zu guter Letzt hat es natürlich wieder an die dämliche Games-Branche das Signal gesendet, dass ja Racing-Games mittlerweile tot sind, Arcade sowieso. Und das hat sich dann auch erstmal noch 3-4 Jahre abgesehen von so einem Forza Horizon-Kram, was wirklich geil ist, aber das ist für mich immer noch viel zu sehr Real Autos. Umgebungsscheiß, ich brauche abgefahrene Future Racing, High Speed Tornados, fick die Wand an Carmageddon und Co-Shit, ey. Und der ist ja Gott sei Dank jetzt wieder auch im Indie-Bereich, neben dem zum Beispiel von mir über alles geliebten Future Racer aufblühen. Witzigerweise, wo wir eben beim Thema Riptide sind. Das Ende vom Lied ist, wie ich auch mittlerweile gehört habe und auch ein, zwei Beispiele dafür schon gesehen, gibt es mittlerweile auf dem Handy, auf dem beschissenen Handy, sind die besoffen oder was, Alter? Geilere Arcade Racer auf der Konsole. Natürlich sowieso in Überzahl vorhanden mit 90% Ramsch und so, aber dieses komische Asphalt oder so ein Kram von EA, wo es mittlerweile auch 3-4 Teile gibt, dann eben Riptide als Beispiel etc. pp. Ah, die sind natürlich vom Anspruch teilweise unfassbar rumgeschraubt, zum Beispiel was dieses Asphalt angeht, aber das irgendwie auf einem vernünftigen Controller, Fernseher getrimmt, und bam, die Bude rockt, Alter. Da würde ich direkt Geld für auf den Tisch legen. Was ich mir ja eingestehen muss, und das hätte ich auch bei weitem nie erwartet, ist aber, dass ich ein wenig neugierig aufs neue Need for Speed bin, da ich mittlerweile Burnout immer noch schwer hinterher trauere. Das ist wieder der perfekte Mix aus den beiden Serien wirkt. Und zudem, und das ist das Ding, Alter, Story-Mods waren ja bisher immer
echt für die Katz, was Rennspiele und Co. anging. Aber verfickte Scheiße, selbst wenn die ganze Story keinen Sinn ergibt, weiß der Geier. Ne? Allein, was die da von der Optik auf der E3 geliefert haben, ey. Dadurch explodierende Trucktrümmer rauscht und dir irgendwie ein. Und R8 aus dem Kofferraum von so Dinger raus explodiert und so weiter und so fort. Keine Ahnung, das hat richtig meine Birne gefickt. Habe ich Bock drauf. Von mir aus mit Quicktime-Events durchgeballert, aber das fettes Kippchen rauchen, zurücklehnen, Kopfhörer auf und dir einfach den Schädel sprengen lassen. Was willst du mehr, Alter? Läuft. Das Ende vom Lied ist bei meinen ganzen dahin philosophieren wieder, aber eins immer noch meiner liebsten Genres. Eigentlich völlig so die Zelebrierung eines neuen Kars und das Besiegen des Endbosses etc. pp. Alter, fantastische Scheiße. Aber gut. War die mal bis zum Abwinken. Das kostet auch schon ein bisschen mehr Button bei dem Gerät hier. Warte mal, Freunde. Ich wollte gerade sagen, das ist doch immer noch meine alte Karre, ey. Fail.
Aber gut, das Ende vom Lied ist trotz alledem, dass wir jetzt dieses Ding am Start haben. Ja, und das hat schon sehr viel leckere Werte. Handling war dem Link ein bisschen besser, können wir aber gleich nachtunen, sonst geht das Ding ab wie ein Zäpfchen. Ja? Upgrade, baby. Da gehen wir direkt mal aufs Handling. Noch ein. Das ist sogar recht preiswert, Freunde. Aber ist auch schon echt voll am Anschlag. Oh my fucking goodness, ey. Immer her damit. Höchstgeschwindigkeitstune noch und dann. Ach, jetzt hab ich schon mal das Geld auf den Kopf gehauen. Weg damit, Alter. Läuft jetzt ein bisschen wie eine Rakete da am Start. Fick die Henne mal wieder. Lass dich mal ein wenig in der Sonne des ersten Platzes.
So, nochmal die Lunte gezündet, ein Rennen, Wagen war noch. Hier ist auch schon der Team. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr zu sehen und ich mache hier gleich. Halb eins, ja, mittlerweile die Zeit. Ich in der Nacht. Unseligen. Ah, der Sonntag hat. Jetzt wird's tricky. Was, wenn er fort ist? Okay, jetzt okay, everybody else. Okay, okay, okay. Keep it going. Okay. Das ist ganz krass. Probieren wir den leider nicht aus, weil er das noch nicht gepasst von am Tag. Okay, mit allen Tatsachen. Ja, hier sehen wir es noch hin, schön, dass die zwei da noch nicht ausgehen. Lazy Boy! Den habe ich noch mitgenommen. Ich traue ihn verpasst, aber auch nicht die zwei da. Habe ich aber keinen Bock jetzt noch. Die Stuntrenner geben später mehr Sinn, wenn er einfach mehr von den Dingern auf die Strecke schaltet. Also dem ich vorkratsch, aber so merke ich mir relativ, welche Richtung wir schon hatten, also keine Doppelkreise. Da ist es rechts. Hinten. Und unten. Ich wollte eigentlich so ein Ladyboy reiten, aber nicht so schlimm, den machen wir jetzt. Lande du, du also. Den hat aber noch gezählt, oder nicht? So, jetzt erst, das war noch mit Zeit. Jetzt. Oh, da war noch so einer auf dem Muskel gekriegt, ey. Bei dem Schädel dröhnen. Gönnen wir uns etwas Abwechslung noch fürs letzte Ding hier. Die Ruinen. Ich glaube, das ist sogar eine neue Strecke, ey. Ein Rennen. Sehe ich das richtig? Auf, in den Gang. Sieht doch stylo aus. Ja,
Ganz schön langweiliges Finale, ja. Adrenalin geladene Vorgeschichte. Ich habe auch noch so ruhig Und es geht. Hat's aber, ich habe nur noch drei.
Hang on. What the fuck? Das ist in die doppelter Vorwärtssalto. Die sind auch immer schwer, Style, muss ich sagen. Die nehme ich nur noch mit. Und den einen Punkt heben wir uns jetzt noch auf. Also wir haben einmal oben, unten, wir haben unten. Ich hab schon wieder auf ein Headset gesessen, ey. Es tut mir so leid. Ich verspreche Besserung. So, push the start button und mögen die Spiele beginnen, ey. Nach der Tuning-Aktion und Ansage, wo anscheinend in meinem Knie verlaufen ist, wo das Headset runtergeklemmt hat, könnte ich mich jetzt schwerst blamieren auf den letzten Rennen, aber passt schon. Auf geht's! Ich will die auch noch abgefuckt, aber ich will ja mal nicht den Teufel an der Wand haben. So. Und oben. Und oben. Halt. Der ist gerade hochgekommen, Leute. Okay, lande bitte, danke schön. Geiler Scheiß. Und doch im Salto hier angefangen. Daumen hinterlassen und wenn nicht genug von dem Wahnsinn, dann abonnieren. Kann ich schaden. Würde mich freuen.
Und schließen auch. Haut da rein, ey.